Hallo liebe Freunde der dunklen Seite, willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Und wir zocken mal wieder eine Runde Kampfläuferangriff. Ist auch eigentlich der Modi, der am, ja, wo man halt am leichtesten was findet. Und ich habe auch versucht vorhin den Uplink da hinten auf der linken Seite anzuschalten. Nur kam da schon wieder massig an Gegnerhorn irgendwie und die haben mich dann fix platt gemacht. Den haben sie natürlich gleich wieder abgeschaltet. Und jetzt haben wir auch erstmal nur 3 Y-Wings und... Es sieht für den Anfang nicht so gut aus. Ja, mal gucken, ob wir die Gegner vielleicht noch ein bisschen zurückdrängen können. Da kommt schon Vader. Nein! Papa Vader! Ich hoffe, der sieht uns nicht. Kriegen wir den da hinten noch? Ich glaube, da hinten war auch gerade ein AT-ST. Kommen wir kurz mal hier einmal um den Berg laufen. Ah, da ist er. Ja, er sieht uns. Man wird überall beschossen. Oh, Mann. Ah, fuck, fuck, fuck. Komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Oh, Mann, ey. So. Ah, da unten warten sie schon alle. Ich mag ja auch gerade diese Passage hier von Kampfläufer auf der Jundalwüste am liebsten. So die ganz engen, ich sag mal, Häuserkämpfe oder Bunkerkämpfe. So auf engstem Raum. Also quasi schon so so eine richtige Gruppenansammlung. Ja, richtig geil gemacht hier. Explosionen überall. Man sieht gar nichts, Rauch überall. Sollen wir mal versuchen, die Leute hier so ein bisschen in Schach zu halten, dass sie auch ja nicht den Uplink aktivieren. Hat der jetzt den Droiden echt nach dem Tod noch hier hingestellt? Alter Schwede. Nee, 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 nee. Nee, nee. Hier noch ein paar Leute heilen. Medic für alles. 125 Punkte, läuft. Ich habe immer Angst, hier im engen Gang blockiert zu werden. Da ist dieses Blockieren echt ein Nachteil. Wenn da jetzt einer irgendwie so einen Thermalimploder reinschmeißt, der freut sich, ey. So, bleiben wir mal direkt beim Uplink. Ich bekomme ja auch immer wieder die Frage von Leuten, wie ich das umgestellt habe unten auf dem Radar, dass halt die Farben bei mir anders sind. Das geht eigentlich ganz einfach bei Einstellungen, Video und dann halt Profile für Farbenblinde. Ich finde es halt einfach, da ist ein Geschütz, alles klar. Boah, schießt noch gegen die Wand. Das kann man ganz einfach einstellen. Wie gesagt, boah, er schreibt mich doch nicht. Ich finde es halt einfacher, wenn die Gegner anstatt rot, gelb auf dem Radar zu sehen sind. Das ist für mich dann halt viel klarer zu sehen, wenn es halt ein bisschen knalliger ist. Rot ist, ja, das erkenne ich nicht so ganz schnell auf den ersten Blick, sage ich mal. So. Na, kommen da welche, kommen da welche? Wir verteidigen den Uplink. Na, na, na. Ich habe immer Angst, dass dann hier irgendwelche Leute mit Sekundärfeuer reinballern, ey. Das ist dann immer, ja, wie so ein Raketenwerfer. Ah. So wie der Typ gerade eben. Oder war es ein Disruptor-Gewehr? Weiß ich gar nicht. Ja, da hätte ich mir doch am besten Adrenalin einpacken sollen. Na, 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 sind da welche? 3 Stück, 2 Stück. Ah, den snacken wir uns noch ab. Ich glaube, der hat da irgendwie festgesteckt in der Ecke. Das ist immer gemein. Ist mir auch schon so oft passiert, ey. Man will irgendwie so rüberspringen und dann steckt man irgendwie in so einer, ich sag mal, in so einer Ritze fest oder in irgendwelchen Kästen. Boah. Ah, keiner von mir. Gut, gut, gut. Ich glaub, die kommen hier gleich. So, so, so. Wir haben uns mal ein bisschen zurückgezogen und da kommt schon wieder Vader. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, nee, 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 nee. Ah, das wird nichts, das wird nichts. Aber wir können gleich mal den nächsten Uplink aktivieren. Wenn wir schon dabei sind, es sind immer noch so 3, ja, 4 Y-Wings. Und die ATs haben noch volles Leben, alter Schwede. Ich habe ja mal mit dem Gedanken gespielt, jetzt wieder hier so einen Takedown zu machen. Am besten auch so einen Double-Takedown. Ich habe ja schon mal versucht, eins zu machen, aber ich bin da irgendwie knapp gescheitert. Und zwar, weil mein Kollege schneller war, was jetzt nicht schlimm ist. Hauptsache, man gewinnt das Game. Das Ding ist, ich hatte auch mal so ein, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe. Das war auch in der letzten Phase gewesen. Mein Kollege hat den Takedown geschafft. Ich war auch schon dabei. Ich habe ihn auch geschafft, nur ist es irgendwie in der Zeit abgelaufen. Also es stand schon da, dass es der Erfolg ist. Aber irgendwie war halt vielleicht eine Sekunde oder eine Sekunde sogar, dass die Zeit vorher abgelaufen ist. Und dann zählte dieser Takedown nicht, obwohl schon da stand Erfolg. Das war natürlich riesen, ja, ein riesen Ärgernis. So haben wir die Runde natürlich verloren, aber naja gut, es gibt immer ein nächstes Mal. So, komm, jetzt aktiviere die Uplinks. Nächste Uplinks, gut. Aber ich sag mal, das Körperschild, weil man wird ja immer schnell weggeballert. So, da kommen sie nämlich schon da hinten. Aber wir wollen aber schnell den anderen Uplink aktivieren. Schnell, schnell, schnell. Komm schon, komm schon. Der Kollege rennt einfach dran vorbei. Auch nicht schlecht, ja. Mehr Punkte für mich, würde ich sagen. Suppi, 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 suppi. Ja, ich bin echt mal gespannt mit dem Double Takedown. Wenn wir jetzt wenigstens, 4 Y-Wings kriegen. Ich bin am überlegen, reichen 4 eigentlich aus? Man braucht ja bestimmt immer so
knapp zwei, um halt einen Takedown zu machen, weil das verbraucht sich sehr schnell, ne? So, die meisten kommen ja hier direkt durch den Gang, genau. Sekundärfeuer war das, glaube ich, wieder. Boah, Granate. Ah, jetzt kann man, boah. Ich weiß nicht, haben einige von euch, die mit der E11 spielen, auch noch das Problem, dass wenn man halt auf Dauerfeuer schießt, dass der Blaster immer noch so ein bisschen rumspackt? Ich weiß es nicht. Also er schießt manchmal nicht, als wenn es irgendwie total verzögert ist, ey. Ah, der Luke, der macht das sehr gut. Den kann man hier unten sehr gut gebrauchen in den engen Gängen. Ah, da kommt schon der nächste. Ja. Nee. Da wollte er sich heimlich hinten ran sneaken. Gibt's nicht. So. Zwei haben wir schon. Das ist gut. Ah, da hinten sind sie. Ja, den snacken wir uns auch noch weg. Den hätten wir auch fast gekriegt. Egal. Oder kriegen wir den noch? Nee, oder? Ah, okay. Luke macht das schon. Luke rasiert schon. Einfach rein. So. Oh. So. Die Phase ist schon fast vorbei. Es ist eigentlich nicht allzu viel passiert, muss ich sagen, in der Folge. Ich bin auch im Überlegen, insofern wir den Takedown schaffen, ob ich das hochlade. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt allzu sehr interessant für euch ist. Aber ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsboote zurzeit sind. Für mich sind es jetzt hier so Kampfläuferangriff, weil gerade auf der Seite der Rebellen hat es jetzt irgendwie, macht es übel Spaß, die AT-ATs zu Fall zu bringen. Ich weiß auch nicht warum, woran das liegt. Das erinnert mich immer wieder an den fünften Teil von Star Wars. Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Immer wieder geil. Also wenn mich auch jetzt noch einer fragen würde, was jetzt mein Lieblingsteil wäre, das wäre jetzt immer noch Episode 5. Ich glaube, da kann auch, ich weiß jetzt nicht, das ist mal so, ja, dahergesagt, weiß ich nicht. Star Wars Episode 8 kommt ja bald. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Die Trailer haben jetzt nicht allzu viel verraten. Ich werde mir jetzt auch keinen weiteren Trailer angucken, weil ich will mir jetzt auch nicht die Überraschung verderben, weil es gibt ja immer wieder Trailer. Da bringen sie auch irgendwie 5 oder 4 Trailer nacheinander raus von einem Film. Und wenn man die 5 Trailer da zusammenzieht, dann ist schon quasi der ganze Film gespoilert. Bei Episode 8 jetzt ist jetzt nicht allzu viel zu sehen für den Trailer, für die Leute, die den Trailer schon gesehen haben. Der knüpft ja direkt an Episode 7 an. Und mal gucken. Bin echt gespannt drauf. So. Jetzt mal gucken, wie lange der Anflug jetzt hier dauert. Das dauert teilweise ewig. Man sollte ja eigentlich warten, bis der Punkt da oben voll ist. Aber bis dahin kann mir den schon einer weggeschnappt haben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Insofern wir jetzt den Takedown schaffen. Und zwar den Double Takedown. Würde das sogar, glaube ich, reichen. 6 Y-Wings, wenn ich richtig zähle, ja. Mathe, erste Stufe, schalte mit. Ihr seht's auch, ich habe auch gerade, glaube ich, irgendwie 8 zu 4 oder so. Ist jetzt nicht so überrangt, aber ist egal. So. Ich hatte ja in der letzten Folge, wo ich ja halt versucht habe, den Double Takedown zu schaffen, da war ja irgendwie auch ein AT-ST gewesen in der Nähe der AT-ATs, der dann halt immer versucht hat, die Snowspeeder abzuschießen, was ja auch gut ist. Das versuche ich dann auch immer, wenn ich in so ein Ding drin sitze und versuche dann die AT-ATs zu beschützen. Nur meistens treffe ich dann meistens damit nichts. Vielleicht mal mit der Rakete, aber sonst ist es echt schon teilweise schwierig da zu treffen. Manche können es echt gut. Und gerade mit dem Snowspeeder bin ich jetzt auch nicht so der krasse Überflieger. Ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt das hier benutze, um die Takedowns zu machen. Ansonsten mit Soldaten, das kennt man ja, da gibt es ja Leute, die können einen echt abfacken sozusagen, wenn die da 20 Kills oder mehr in so einen A-Wing oder so machen oder einen X-Wing oder sogar einen Snowspeeder. Die sehen einen auf, keine Ahnung, 5 Kilometer Entfernung und dann wird man sofort weggehauen. So, ich sehe, die Anflugphase beginnt. Wünscht mir Glück, Leute, wünscht mir Glück, ey. Ich will es echt einmal schaffen. Ein Double Takedown, komm schon, so. Bin doch, glaube ich, der Einzige, der anfliegt und. Ja. Das ist auch das Glück auf der Jundlandwüste, dass man nicht allzu sehr beschossen wird. Das kann man hier auf dieser Map am besten schaffen, glaube ich. Ja. Den ersten haben wir, komm. Jawohl, den ersten haben wir, komm. Geil, die Zeit reicht noch. Kurz mal anfliegen wieder, ja. Alter, ich bin gerade so aufgeregt. Komm schon. Ich will es endlich schaffen. Komm schon, Leute. Nicht beschießen. Nein!
komm schon, nein, ich schon. Komm schon, komm schon. Jawohl, ich hab's geschafft, geil. Geile Sache. Oh, geil. Das kann ich dann auch so den Tombi unter die Nase reiben. Jawohl, ich hab's geschafft. Double Takedown in der Aufnahme. Geile Sache, Mann. Meine Hände sind so am Schwitzen. Oh, ey, voll am Zittern gerade. Ich hab's noch nie geschafft. Geil, geil, geil. Oh, Mann. MVP, geil. Oh, geschafft. Ja, dann haben wir das auch erstmal erledigt, ne, Leute? Geile Sache, geile Sache. Ja, freut mich echt, geil. Und ja, ich würde dann sagen, insofern euch das Video gefallen hat, ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Part. Bin so aufgeregt, geil. Bis dann, Leute. Peace.